So, hallo. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht aufhören. Ich muss diese Challenge weiter versuchen. Ich habe gerade im ersten Stachelraum, auch wenn es Curse of the Maze ist und nicht Curse of the Labyrinth, habe ich hier immer in den Stachelraum rein zu beginnen. Und ihr seht, was ich bekommen habe. Sweet Sufferwing. Und Sweet Sufferwing hat die Wahrscheinlichkeit, zum einen, wenn ich getroffen werde, Soul Hearts zu droppen. Und zum anderen die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner Herzen droppen. Und das ist ja, was wir wollen. Wir wollen ja möglichst viele Herzen bekommen, auf irgendeine Art und Weise. Schauen wir halt mal, ob Sweet Sufferwing uns dabei helfen kann, möglichst viele Herzen zu bekommen. Man weiß es leider nicht so genau. Ich meine, klar, die blauen Herzen, die es mir droppt, die sind es nicht wert, aber mir geht es um die roten Herzen. Gegner können, glaube ich, mehr rote Herzen droppen, wenn ich Sweet Suffering trage. Bin mir nicht sicher. Ich meine, es wäre so. Bisher merke ich nichts von Gegnern, die rote Herzen droppen, aber ich meine, das wäre so gewesen. Aua. Ich bin gerade noch furchtbar unkonzentriert. Ich krieg keine roten Herzen bisher. Oh, das sind interessante rote Herzen. Naja, wir werden sehen, ob es irgendwann rote Herzen für mich regnet. Oder nicht. In jedem Fall habe ich die Runde jetzt halt trotzdem mal gestartet, weil, wie gesagt, war es das erste wirklich Brauchbare, was ich bekommen habe. Kann man ja mal probieren. Man kann es ja mal probieren. So. Aber mir sitzt auch der Fail von... Das ist gar nicht so lange her. Der Fail vom Kampf gegen Satan. Das ist, glaube ich, jetzt 3-4 Stunden her. Weiß es nicht. Der sitzt mir noch ein bisschen schwer. keine Ahnung, wie man es sagt. Ich war so nah dran, diese verdammte Challenge zu schaffen. Ich war so nah dran. Und dann muss aber halt mein nicht vorhandener Skill wieder alles versauen. Oh, come on. Ich war hier schon. Ich hab hier doch Sweet Suffering rausgeholt, du. Kein Kommentar, Leute, kein Kommentar. Kein Kommentar. Ich will nichts hören. Ich will wirklich nichts hören. Ich mag überhaupt nichts hören. Das ist jetzt schon ein schlechter Raum für mich. Das ist jetzt schon ein schlechter Raum, weil ich schnell getroffen werden kann. Da ist mein rotes Herz. Das ist Sweet Suffering. Das ist Sweet Suffering. Genau das ist Sweet Suffering. Dieses rote Herz, was durch den Gegner gedroppt wurde... Genau wie dieses hier. Das kommt durch Sweet Suffering. Sehr gut. Solange wir kein Geld haben, brauchen wir gar nicht in den Shop reinlaufen. Das ist, was ich brauche. Dann kriege ich nämlich, habe ich nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass auch Gegner, einzelne Gegner, dass nicht nur der Raum rote Herzen droppt, sondern eben auch einzelne Gegner. Und jede Wahrscheinlichkeit, die mir ein rotes Herz schneller gibt, ist für diese Challenge erheblich wichtig. Und auch so, trotzdem, jedes rote Herz, was wir bekommen können, erhöht ja den Damage in der nächsten Ebene. Also hier, da, das sind rote Herzen, die droppt es jetzt schon wegen dem Sweet Suffering. Das ist sehr gut. Das ist genau, was wir brauchen. Das ist genau, was wir brauchen. Okay, da werde ich jetzt mal meine 4 Schlüssel hergeben. 2 Schlüssel.
Also ich habe 4 Schlüssel, aber ich meine, da werde ich jetzt mal 2 Schlüssel hergeben. Bringt das jetzt so viel Kohle, wenn ich die hier sprenge? Nein. Also das hat's. Das waren nicht die 2 Schlüssel wert. Nicht mal ansatzweise war das 2 Schlüssel wert. Aber es ist okay. Hier, da, das meine ich. Das sind die halben Herzen. Und die droppt mir jeder Gegner. Und je mehr Gegner wir haben, umso mehr Möglichkeiten für rote Herzen. Na, also das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt, dass wir das haben. Das war dumm, aber ist egal. Weil die Ebene schaffen wir auf jeden Fall. Da ist auch schon der Bossraum. Das ist okay. Und je mehr rote Herzen wir haben, umso eher können wir ja dann auch mit mehr Damage für die Ebene rechnen. Das, wir müssen halt schnell an Herzen rankommen und mit Suffering kommen wir ein bisschen schneller an rote Herzen ran. Ein bisschen, nicht viel. Ne? Es ist natürlich noch nicht der... die Ultralösung, aber es ist eine bessere Voraussetzung als sonst. Das ist das Ding. Es ist einfach ein Item, was auf jeden Fall nützlich ist für die Challenge. Sagen wir es so, es ist auf jeden Fall ein Item, was nützlich ist für die Challenge. Und zwar explizit für diese Challenge. Schauen wir, was es uns bringt. Na hier, da, einfach noch zusätzlich rote Herzen droppen. Das ist genau, was wir brauchen. So, haben wir einen Stachel? Wir haben einen Stachelraum. Dann besuche ich den auch fix. Dann besuche ich den ganz fix und dann geht's auch schon weiter. Mit der einen Bombe da werden wir jetzt nicht viel rumhantieren. Da ist der Stachelraum. Der ist komplett useless. Wobei, er könnte noch einen Schlüssel oder so droppen. Oder ein halbes Herz. Gut. Shop werden wir jetzt gar nicht besuchen. Mit 5 Münzen gehe ich da nicht rein. Wüsste nicht, was ich da drin soll jetzt. Gehen wir lieber schnell weiter. Denn das, worauf es ankommt, ist jetzt ja wieder der nächste Teil hier. Darauf kommt es jetzt hier an. Das liegt schon wieder auf dem Loch, ne? Ich komme da nicht ran. Ich komme da nicht ran. Gott, wie mich sowas ankotzt. Oh, wie mich sowas ankotzt. Ich komme... Es liegt auf dem Loch. Ich weiß nicht, ob ich es mit einer Bombe rübersetzen könnte. Ey, das ist... Rote Herzen, an die man nicht rankommt, ist so ein Müll. Du kommst nicht zu mir. Du kommst nicht zu mir. Du bleibst da unten. Da ist noch ein kleiner. Der juckt nicht. Da ist noch ein kleiner. Die jucken alle nicht. Mach dich weg. Yes, sehr schön. Die Ebene haben wir damit jetzt auch geschafft. Oh, da liegt ein blaues Herz. Ach, weil ich getroffen wurde, ne? Richtig. Lassen. Diese sind wieder so Kandidaten, von denen man schnell getroffen werden könnte. Weil die Fliegen spawnen und so weiter. Sieht aber ganz gut aus. Okay, passt. Igitt. Ja, so ist gut. Von hier aus ist viel besser. Von hier aus die Pilze angreifen ist schon mal viel besser. Dann kann ich auch hier chillen und den da oben in Ruhe erledigen. Der schießt quer. Genau. Okay, das war's. Kein Problem. Kein Problem.
Jetzt können wir auch mal den Shop besuchen. Okay. Wir wissen, hier gibt es ein rotes Herz für 3 Münzen. Wir gucken mal. Ah, ich hasse die Dinger. Ja, genau deswegen. Ich würde sagen, wir gucken mal, was uns noch so erwartet. Aber dann machen wir jetzt keine Faxen. Mit dem Damage-Up sollte das eigentlich ganz gut laufen. Und mit meinem... Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlecht laufen kann. Das ist... Boah, das lief gerade viel zu schlecht für mich. Holy shit. Aber wie gesagt, ich bin auch gerade nicht so... Ich muss einfach weiter aufnehmen, weil ich... Oh, cool. Weil ich einfach... Keine Ahnung, ne? Aber ich bin gerade... Ich sag mal so mental, konzentrationstechnisch... habe ich gerade nicht die besten Voraussetzungen. Was ist jetzt passiert? Man weiß es nicht. Walnut, a hard nut to crack. Und ich bin im Moment im Modus, dass ich alles nachgucke. Weil wenn es mir helfen sollte, wenn es mir auf irgendeine Art und Weise helfen sollte, diesen Mist hier zu schaffen, dann werde ich nicht aufgrund von Unwissen hier versagen wollen. Has a chance to break when taking damage from an explosion. If it does, it will drop a random trinket, coin, heart and key. Also kann ich die sprengen? Ich probiere es gar nicht erst. Klingt, als ob ich die sprengen könnte, aber es klingt mir zu... Klingt mir jetzt ein bisschen zu weird. To be honest. So. An dieses rote Herz komme ich nicht ran, ne? Das bleibt mir für alle Ewigkeiten verwehrt. Mein Scheiß. Was haben wir hier noch? Einen lustigen Raum. Nichts Schlimmes. Kriegen wir noch eine Münze für. Okay. Was haben wir hier noch? Okay. Den Raum fühle ich. Den fühle ich böse. Aber den Stachelraum... Wenn dann da was Cooles drin ist, ich verliere halt jetzt wieder meinen... Ich habe halt dann im nächsten... Okay. Gehen die... Ach, fuck, ich wollte sagen, gehen die Mitte, dann kann ich gucken, was da ist. Ich hoffe, ich krieg die Bombe dahin gepackt. Yes. Nein. War jetzt nicht der... Nicht der Weisheit letzter Schuss. Auf. Das hier ist halt... Das ist halt... Das ist frech. Das ist einfach nur frech. Naja, ist jetzt nicht so viel Damage, den wir in der nächsten Ebene, aber wir haben auch so normale Damage-Ups bekommen, das muss man auch dazu sehen. Also, ja, keine Ahnung. So, jetzt kommt es eh wieder drauf an. Entweder es geht gut oder... Oh! Die spannende Frage ist jetzt, wäre es gut gegangen, wenn ich hier mit einem halben Herz reingelaufen wäre? Bisher hätte ich immer noch ein halbes Herz. Ich will nur kurz darauf hinaus, ne? Ich hätte jetzt immer noch ein halbes Herz. Und wäre natürlich deutlich aufgeregter als jetzt.
Aber auch jetzt will ich natürlich versuchen, nicht getroffen zu werden. Das ist ganz klar. Aber man merkt schon, der Damage ist nicht so wirklich da, ne? Man merkt das schon. Okay, jetzt wäre ich etwas beruhigter gewesen. Okay. Es ist halt wirklich, es kommt nach wie vor immer auf den Anfang an. Es kann alles davor gut laufen. Ja, oder man versaut es halt dann am Schluss bei Satan. Das geht natürlich auch, ne? Ach, scheiße. Na, kennt ihr diese Leute, die einen Run schaffen und dann bei Satan noch versagen? Mit 4 Herzen? Kennt ihr die? Ich nicht. Also für solche Leute würde ich eigentlich meiden. So Menschen, die mit 4 Herzen bei Satan versagen. Und Piercing-Shots. Und gewaltigem Damage ab. Und diesem Kreis, den man um sich rum machen kann. Also das ist schon... Also solche Leute finde ich schon kritisch. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ich mache hier keine Gefangenen in der Ebene. Die müssen möglichst schnell weg, die Typen. Sind so... Die machen halt immer ein ganzes Herz Schaden. Und es sind so viele. Und es geht so schnell schief, wenn ich da jetzt nicht aufpasse. Alter, die haben viel zu viel ausgehalten. Ich bin viel zu schwach noch drauf. Okay. Was ist das? Oben rechts. Ein komisches Ding. Ich würde ja spontan sagen, es ist ein Repentance-Item. Weil ich es noch wirklich nie gesehen habe. Aber es kann halt auch Afterbirth Plus sein. Weil ich Afterbirth Plus nicht so exzessiv gespielt habe. Also bei Repentance sehe ich es auf die Schnelle nicht. Geht zu Afterbirth Plus. Geht zu Afterbirth. Nee, ich würde weiterhin bei Afterbirth Plus bleiben. Gedanklich. Und da mal genauer gucken. Da sehe ich es nicht. Am Ende ist es ein Rebirth-Item einfach und ich, keine Ahnung, hatte es einfach nie. Oder ich erkenne es einfach nicht. Vielleicht sollte ich mir die Dinge auch einfach mal länger angucken. Vielleicht erkenne ich sie dann. Oder ist das Laser? Nee, was habe ich jetzt... Nee, das sieht aus, das ist so eine, wie eine Larve, wo 3 so Antennen rausgucken. Das muss doch bei Repentance sein, ganz ehrlich. Wo sind meine 3 Antennen? Nee. Also Repentance habe ich jetzt durch. Da ist es. Doch! Da ist es. Voodoo Head has a chance to spawn additional curse rooms on each future floor. Was sind denn jetzt die Curse Rooms? Sind es die Stachelräume? Ich glaube, ja. Nee, danke. Kannst du behalten. So. Der Voodoo Head.
wilder Name auf jeden Fall. Ich hab's noch gesehen, aber ich konnte nicht mehr reagieren. Keine Chance. So, hier könnte aber der Geheimraum sein. Ich habe kein Glück heute mit dem Geheimraum, dann ist er hier. Was heißt heute in dem Run? Heute habe ich schon einiges an Glück gehabt. Ist trotzdem versaut, das ist ja das Problem. Das ist ja das Problem. Ja, es war so gut mit diesen Herzen, die ich noch zum Schluss bekommen habe vor Satan und ne, wo ich diese trotz dass ich keine Bomben mehr hatte, wo ich mit der Kette da diese Steine kaputt gemacht habe, das war so gut. Aber dann halt bei Satan gescheitert. Das hat nichts gebracht. Alter, hör auf mit dem. Kann ich die kaputt machen? Oder sind die... Die gefallen mir überhaupt nicht. Die gehen überhaupt nicht kaputt. Hilfe. Was ist das denn? Gehen die auch irgendwie wieder weg? Oder nur, wenn ich ihn besiegt habe? Okay. Shish. Okay, jetzt kann ich ganz kurz nochmal gucken, was das Kabel ist. Ich habe zwar das Kabel gerade nicht als relevant betrachtet, aber jetzt, wo ich genug Geld habe und das Kabel kaufen könnte, gucken wir mal ganz kurz nach, was das Kabel ist. Das Kabel ist, soweit ich weiß, ein Rebirth-Item. Und müsste somit hier oben... Da ist es. Sharp plug. When your spacebar item is not full charged, you can press spacebar to recharge it at the cost half of a heart. Ja, nee. Am Ende packe ich das versehentlich noch rein. Nee. Das lassen wir. Das ist Schwachsinn. Aber die anderen Räume gehen wir noch ab. Alleine für die Stachelräume. Also gut, es sind offiziell sind's Curse Rooms, ja. Meinetwegen. Oder sind die Curse Rooms die Opfer? Nee, die Opferräume sind so. Heißt die nicht dann Sacrifice? Ja. Halbe Herzen in der Luft sind meine Lieblingsherzen. Ah ja, alles klar. Und da kam noch ein halbes Herz dazu. Hier geht's weiter. Ich muss nur den da oben besiegen. Interesting. Oh je. Das ist... Das hätte, glaube ich, auch mein Startraum sein können, ne? Das hätte mein Startraum sein können. Oh Gott, Leute. Das als Startraum wäre böse geworden. Ja, das hätte mein... Das ist unter der Arkade. Das hätte mein Startraum sein können. Wenn ich in der Arkade nicht das halbe Herz bekommen... das ganze Herz bekommen hätte, hätte ich hier starten können, theoretisch. Das wäre nicht so gut gelaufen, glaube ich. Mit einem halben Herz da rein wäre nicht so gut gewesen. Da nützt mir alles, was ich dabei gehabt hätte, hätte mir nichts... Ja. Und jetzt wäre ich tot gewesen. Jetzt wäre ich einfach tot gewesen. Das ist... Es ist und bleibt eine sehr... kritische Geschichte. Okay, hier gab es nichts weiter Spannendes. Die Frage ist, gehen wir spielen? Ach, das ist ja wieder das, wo man... irgendwelche dämlichen Sprüchle bekommt. Will ich den überhaupt sprengen? Ne, wir lassen einfach alles sein. Ich habe nur zwei Bomben. Zwei Bomben würde ich auch gerne... Das hier hätte auch mein erster Raum sein können. Ich will es nur kurz sagen. Das wäre auch nicht so gut gegangen, glaube ich. Okay, da ist jetzt... der Stachelraum. Ich bin halt wieder zu neugierig. Es tut mir leid. Aber immerhin kriege ich das Herz zurück. Also ich gehe hier an sich, wenn ich jetzt die Spinne noch krieg. Alter.
Dann gehe ich hier ohne Verlust, aber mit mehr Geld raus. Das ist okay. Mehr Geld ist okay. Damit haben wir im Prinzip jetzt nichts verloren. Nee, ich fange hier jetzt nicht an. Nee, ich fange jetzt nicht an, an der Weissagermaschine darum zu spielen. Ich weiß, die könnte cooles Zeug droppen. Mir durchaus bewusst. Schlüssel haben wir eigentlich genug. Ich würde eine Bombe mir aber kaufen. Abflug. Jetzt kommt es wieder drauf an. Jetzt kommt es wieder drauf an. Schnell. Oh nein. Ich hasse alles. Ich sehe doch jetzt nichts. Wo sind Gegner? Was muss ich tun? Ich muss in dem Raum gar nichts tun. Ich darf einfach nicht sterben in dem Raum. Mir ein scheiß Herz. Ein Herz. Was ist in dem Raum? Hier ist nichts. Alter, der Raum hätte... Boah, der hätte auch böse werden können. Aber er nützt mir... Oh nein, jetzt muss ich durch den Raum wieder zurück. Die schießen so quer. Einfach raus. Einfach raus. Okay. Oh Gott. Das war's. Ich habe keine Ahnung, wie der Weg aussieht. Ich weiß nicht, ob ich geradeaus durchlaufen kann. Ich bin komplett am Arsch. Kann ich einfach gerade durchlaufen? Ja, da geht schon los. Alle, die rattern jetzt voll in mich rein, alle. Ich glaube, ich kann zwischen den... Oh, nee. Weil wenn ich einmal loslaufe, muss ich wissen, wo der Schalter... Wo ich hin muss. Also ich sehe den Schalter ganz links. Aber ich weiß nicht, ob da ein Weg... Ob da jetzt was dazwischen ist. Vor allem, wie schnell das Ding hochgeht, ne? Wie soll ich da durchkommen? Ja. Was soll ich da tun? Was soll ich da tun? Real Talk? Wie hätte ich denn diesen Run jetzt schaffen sollen? Also nicht den Run, den Raum. Hätte ich da jetzt auch warten können und irgendwann geht die Tür auf? Aber ich war ja schon recht lange drin. Also das war ja richtig scheiße. Entschuldigung. Also das war ja richtig, richtig, richtig scheiße. Ich spiele das hier kurz, weil ich wissen will, was für Bücher in der Bücherei sind. Ich habe nämlich eine Sache, möchte ich gerne ausprobieren. Sollte da das besagte Buch drin sein, möchte ich eine Sache ausprobieren. Aber dafür brauche ich einen verfluchten Schlüssel. Okay, hier gäbe es... einen Schlüssel. Wenn ich 5 Münzen zusammenbekomme, gäbe es hier einen Schlüssel. Oder so. Oder so. Es ist dabei. Das Buch ist dabei. Ich muss es ausprobieren. Ich muss es ausprobieren.
fucking Book of Shadows. Ich muss es ausprobieren. So. Jeder kann sich denken, was ich vorhabe. Ich sag's mal noch nicht. Das ist jetzt nämlich so eine ähnliche Geschichte, wie was ich gesagt habe. Es gibt ja dieses Blood-Item, mit dem man zu so einer Steinstatue wird. Und dann ist man unverwundbar. Kann ich schnell genug das Book of Shadows auslösen? Und jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will. Und keinen Schaden nehmen. Kann. Wir haben soeben das Item eingesammelt, das jetzt wirklich eine essentielle Bedeutung hat für diese Challenge. Ich habe ein bisschen gespammt. Ich habe die Spacebar-Taste gespammt und dadurch hat es mir jetzt die blauen Herzen weggeladen. Okay, das ist okay. Damit kann ich leben. Das ist ein bisschen dumm gelaufen, weil die blauen Herzen hätte ich eigentlich nicht einsetzen müssen dafür. Gebe das zu, das ist etwas dumm gelaufen. Aber alles, was wir tun müssen, ist, wir müssen immer eine Aufladung in die nächste Ebene mitnehmen. Mehr müssen wir nicht tun. Wir müssen eine Aufladung in die nächste Ebene mitnehmen. That's all. That's all. Und wenn ich mal die blauen Herzen wieder zusammenbekommen würde, dann, und es nicht mehr spamme, also es reicht es kurz einzusetzen, es reicht wirklich einmal die Leertaste zu drücken, ich habe genug Zeit dafür. Ich habe genug Zeit dafür. Oh Gott, Leute, das ist der Run. Wenn das der Run nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Wir spielen es jetzt ganz normal, wir spielen jetzt ganz normal zu Satan, mit der einzigen, mit dem... Ist das das Fass, was ich schieben kann? Nein. Eigentlich schade, weil würde ich gerne dahin schieben. Aber wir spielen jetzt ganz normal zu Satan mit dem einzigen Unterschied. Das ist tatsächlich der einzige Unterschied, dass wir ein zweites Spacebar-Item nicht bekommen, dass es keine Itemräume mehr gibt und dass uns das ganze Damage-Up jetzt immer fehlen wird. Aber es ist mir so egal. Dafür werden wir sämtliche HP-Ups nutzen. Shot Speed Up, Speed Down, ja gut. Dafür werden wir sämtliche HP-Ups nutzen. Wir werden kein Risiko eingehen. Ich habe jetzt die beste Chance, überhaupt diese verfluchte Challenge zu schaffen. Weil ich keine Energie mehr am Anfang der Räume verliere. Ich muss dafür halt mit weniger Damage klarkommen. Na, das ist das Ding. Es ist klar, ich muss dafür jetzt mit weniger Damage klarkommen. Aber wenn ich mehr blaue Herzen bekomme, bekomme ich auch mehr Schild. Das ist das nächste Ding. Dass ich gerade die blauen Herzen da weggedingst habe, war ein bisschen blöd, weil ich es vor Aufregung ausprobiert habe, die Spacebar-Taste ein bisschen zu hämmern. Das war ein bisschen dumm. Aber was soll's. Was soll's. Das heißt, wir müssen trotzdem auf ganz viele Support-Items noch hoffen, wie Damage-Up und so. Also eigenes Damage-Up, ne? Solche Geschichten. Darauf müssen wir noch stark hoffen. Aber ich werde jetzt mal versuchen, die Strategie zu verfolgen,
nicht den Satan-Deal zu nehmen, sollte ich ihn bekommen. Sondern eben, Dings. Wisst ihr schon. Das war wieder dumm. Hier. Na, wie heißt's? Eigentlich könnten wir auch erstmal... Ich weiß nicht, wie viele Räume es noch gibt. Ja, komm. Wir werden den Boss mit 2,5 Herzen schon hinbekommen. Oh, hier gibt's Kohle. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, er schießt nochmal. Ein 1% Chance auf Satan-Deal, das ist natürlich kacke jetzt wieder. Ja, das war's an der Stelle. Bei einem Satan-Deal in Ranger bis jetzt auch nicht das geilste. Was aber ganz cool ist, ist der Goldhaufen hier. Weil mir der schön viel Kohle nochmal gibt. So. Na gut, Ranger nehmen wir mit. Aber es hätte was Besseres sein können. Okay, Shop jetzt ganz wichtig. Shop ist jetzt ganz wichtig. Und jetzt ist auch der Stachelraum nicht mehr ganz so dramatisch. Weil ich ja trotzdem mit meiner Herzensenergie, die ich am Ende hier habe, in die nächste Ebene komme. Und ob das dann 2,5 oder 3,5 Herzen sind, das reißt es jetzt nicht raus. Ich darf jetzt halt nur nichts kaufen, was irgendwie ein Spacebar-Item ist. Weil das Spacebar-Item ist... Scheißraum. Ist da irgendwas Wichtiges? Nee. Weil das Spacebar-Item ist jetzt natürlich essentiell. Ach, komm schon. Ich habe extra kontrolliert. Hätte sein können. Bruder. Das ist eine gute Sache. Das gibt mir mein Damage, das gibt mir ein Damage ab. Und das brauche ich, weil ich krieg's ja so automatisch... Oh, Schlüssel kaufen wir gleich mal. Und das brauche ich, weil ich krieg's ja so nicht mehr, ne? Und es gibt mir blaue Herzen. Also eigentlich schwarze Herzen, aber in dem Fall sind es natürlich dann blaue Herzen. Das war gut, dass wir das Ding jetzt hier gefunden haben. Sehr schön. Kann man nicht anders sagen. Sehr schöne Sache. Okay, ich probiere einen Geheimraum, probiere ich. Na, dann lassen wir es. Zwei Bomben verschwendet, ja moin. So, jetzt aufpassen, rechtzeitig Spacebar drücken, aber nicht zu oft, sonst sind die blauen Herzen wieder weg. Das ist ein bisschen dumm, dass man das mehrfach einsetzen kann dadurch. Das ist ein bisschen dumm. Also, ich drück's einmal, ich hoffe, ich erwische den Moment. Es ist aber schon zugegeben. Es fühlt sich schon ein bisschen... Oh fuck, das war dumm. Ah, es war dumm. Ich hab nicht auf... Ich hab nicht hingeguckt. Ja, jetzt krieg ich den Hit. Ja. Mein Gott, ich könnte verhindern, den Hit zu bekommen, indem ich nochmal mein Schild setze. Und den Satan-Deal bei 100% lasse. Ist jetzt ein bisschen blöd gewesen, gebe ich zu. Hat ein bisschen... Ja, aber... Was man sagen muss, unser Damage ist ganz nice, dadurch, dass wir jetzt die Robe gerade eingesammelt haben. Das ist schon cool. Also insofern bin ich ganz guter Dinge. Und beim Satan-Deal hoffe ich jetzt halt mehr auf so Geschichten wie, Oh, cool.
Oh! Okay. Beim Satan-Deal hoffe ich jetzt halt mehr auf so Geschichten wie... rote Kisten, wollte ich sagen. Also Items ohne Opfer. Ansonsten, eben wie gesagt, keinen Satan-Deal machen, sondern... Ja. Keinen Satan-Deal machen. Sondern Angel-Deal. Nice, nice, nice. Wir müssen auf jeden Fall den Shop suchen. Kritischer Raum. Sehr kritischer Raum. Wenn man ein halbes Herz nur hätte, sehr kritischer Raum. Ja, genau deswegen. Und ich muss mich zusammenreißen, bei den Bossen nicht das Schild einzusetzen. Es ist so intuitiv, dass man bei den Bossen das Schild einsetzt. Das darf jetzt natürlich nicht passieren. Also, ich kann es natürlich einsetzen, weil ich kann ja meine Aufladung, meine blauen Herzenaufladung nutzen. Ne? So, das geht natürlich. Ah, shit, ich wollte das nach unten sprengen. Soll ich da eine Bombe? Ja, komm. Das war es definitiv wert. Ja, also, solange ich blaue Herzen behalte, habe ich ja immer eine Aufladung dabei. Also dann kann ich an sich auch... Nice. Dann kann ich an sich auch sogar bei den... Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ja. Fuck off. Alter. Geht halt auf. So, ich wollte gerade sagen, dann kann ich theoretisch... Jetzt bin ich am Überlegen. Eigentlich will ich schon noch das rote Herzen spawnen, ne? An sich brauche ich das ja schon noch. Also das Schallzart will ich eigentlich trotzdem nicht hergeben. Ich muss ja... Also dieses Rock-Dings-Item da gerade, ne, dieser Stein, der ist ja eigentlich nur, wenn man nicht sieht, dass woanders blaue Steine sind. Also ich sehe es ja oft nicht, ich weiß. Aber ja, ne? Okay, wo ist jetzt der Shop? Ich will erst den Shop. Weil jetzt müssen wir es andersrum machen, ne? Jetzt kann ich nicht zum Boss gehen und sagen, hier, ich mach dich erstmal, sondern jetzt müssen wir den Boss zum Schluss machen. Wobei, müssen wir eigentlich nicht. Eigentlich kann ich... Yo, nochmal Tour of Hearts, okay. Immer noch kein Shop. Da ist er, okay. Jetzt langsam wurde es dann auch Zeit. Gut, blaue Herzen brauchen wir. Wichtig und richtig. Nehmen wir auch noch den Sack mit. Sehr schön. Und dann war's das. Stachelraum war ich ja versehentlich schon drin. Insofern können wir jetzt einfach direkt zum Boss gehen. Wenn wir Herzen verlieren sollten, gibt es hier noch die Tour of Hearts Karten, die rumfliegen. Also das Sand setze ich natürlich nicht ein. Das wäre schön blöd. Und sollte es knapp werden, habe ich immer noch den Schild. Okay, aber bei ihm hier sollte das passen. Erstmal die kleinen Fliegen weg, dass die mich nicht auf dem Kicker haben. So, und jetzt zünden wir ihn halt noch weg. 36% Chance auf Satan-Deal. Oder Devil-Deal, ich sag. Schieß, ey. Satan-Devil, alles das gleiche. Ach! Da hat sich's erledigt mit meinem Devil-Deal. Schade, Schokolade. Who cares? Speed up. Nice. So.
Noch irgendwas zum Mitnehmen? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, unser HP ist noch nicht so geil. Aber das Ding ist ja auch wieder, wenn ich jetzt blaue Herzen sammeln könnte. Gerade haut es nicht so ganz hin mit dem Sammeln. Aber wenn ich blaue Herzen sammeln könnte, dann könnte ich natürlich auch den Schild einfach spammen gegen Satan. Ich darf das nicht vergessen. Irgendwann vergesse ich's. Irgendwann vergesse ich's, den Schild einzusetzen. Ich sehe es vor mir. Irgendwann vergesse ich's. Dann wird's kritisch. Dann weine ich ganz laut. Stellt euch vor, diesen Raum hier mit einem halben Herz. Imagine. Ich wäre so aufgeregt. Ich würde es versauen. Jetzt versaue ich es natürlich nicht. Aber ich würde es versauen. Ja. Alles nicht schlecht, aber ich will schon Dings behalten. Wir brauchen Damage Up, wir brauchen HP Up, so das, den ganzen Quatsch brauchen wir jetzt noch. Das haben wir jetzt alles noch nicht bekommen. Das muss man dazu sagen, ne? Also so wie es aktuell ist, ist natürlich die Ausrüstung für Satan jetzt noch nicht wirklich. Ja. Optimal. Ich versuche mal so zu springen, dass es eventuell hier auch was mitreißen könnte. Okay. Das war ein Versuch und der ist komplett in die Hose gegangen. Naja, ich habe meine Bomben wieder. Das Range-Up ist jetzt ganz gut, was wir bekommen haben. Klar, ist immer gut. Der hat ganz schön schief geschossen. Nicht schlecht. Kein schlechtes Ziel. Oh, okay. Aber bisher haben wir kein Herz bekommen, ne? Möchte ich mal kurz dazu sagen. Wir hätten bisher noch kein rotes Herz bekommen. Wir würden immer noch mit einem halben Herz hier rumlaufen. Ja, und ich glaube in dem Raum. Na, nee. Okay, es wäre nicht vorbei gewesen. Ich hätte gedacht, ich kassiere jetzt hier meinen ersten Treffer. Oh, eben! So viel dazu. Ich wäre tot. Der Run wäre schon wieder vorbei, weil ich dumm bin. Voll in den Rhein gerannt einfach. Volle Kanne in den Rhein gerannt. Das war's komplett. Ja, red mal nicht drüber. Keine Ahnung, was das ist. Ankorkt. So, die explodieren immer noch. Oh, ich sehe eine interessante Schlüsseltür. Die werden wir gleich mal ausprobieren. Ach ja, das ist, wenn ich Münzen einsammle, dass die Chance da ist. Nein, och. Mir ein HP ab. Ich glaube, es hackt. Eieieiei. Zieht der mir einfach ein HP ab? Okay, ich nehme es mit. Sollten wir irgendwann mal Friendly-Dinger haben, dann sind die besser. Aber im Moment haben wir die natürlich nicht. Ah, das HP-Down ist doch dumm. Nein, wie gesagt, es ist egal, wenn ich genug blaue Herzen zusammenbekommen sollte. Dann kommen wir auch so ganz gut durch, weil ich dann ja mich durchschilden kann durch die Bosse. Und der Schild ist jetzt nicht so kurz.
Aber das HP-Down ist... Ach, das HP-Down ist... doch komplett bescheuert. Ich hoffe jetzt einfach auf brauchbare Items. Weil jetzt kann ich mir den Satan-Deal auch abschmieren. Ganz ehrlich. Unter den Voraussetzungen... brauche ich mir den Satan-Deal gar nicht erst überlegen. Sehr gut. Zwei Aufladungen sind zwei Aufladungen. So. Habt ihr gesehen, wie es mich einfach magisch... Oh, shit. ...mit dem Ding hingezogen hat? Ich wäre schon wieder... Alter! Ey, es zieht mich einfach magisch zu den Dingern hin. Das gibt's doch nicht. Als ob ich zu dumm wäre, auszuweichen. Ey, als ob ich zu dumm wäre, auszuweichen. Unfassbar. Oh, Regeneration und HP ab. Das ist so wichtig. Okay, das nehmen wir jetzt zum Schluss mit. Andererseits... will ich jetzt hier noch ewig rumlaufen? Wir haben den Shop gesehen. Wir haben theoretisch den Stachelraum noch nicht gesehen. Falls es hier überhaupt einen gibt. Ah. Ja, alles, was ich jetzt zusätzlich bekomme, ist schon sinnvoll. Da ist mein Stachelraum, okay. Okay. Das ist jetzt vor allem sehr gut wegen blauen Herzen, genau. Weil jetzt sind die blauen Herzen doch wieder sehr wichtig geworden, weil ich damit ja meine Schildgeschichte mache. Die HP-Down-Pille, auf die komme ich ja wieder nicht klar, ne? Ah, da waren wir schon. Okay, dann haben wir jetzt alles gesehen, glaube ich, in der Ebene. So, jetzt heißt es wieder dran denken. Erstens, das weiße weiße Herz mitnehmen. Nicht jetzt in die Trapdoor laufen. Nicht in die Trapdoor laufen. Okay. Die ist eh am Anfang zu, also ich glaube, man kann gar nicht drüber. Man kann gar nicht direkt reinlaufen. Und Schild einsetzen. Denk an das Scheißschild, Junge. Aber spam die Leertaste nicht. Oh. Imagine, das hier ist der Raum. Ich wäre tot. Ich wollte es gerade sagen. Imagine, das ist der Raum, in dem ich mit einem halben Herz bin. Ich wäre tot. Das wäre schon wieder gewesen. Das wäre es gerade schon wieder gewesen. Junge.
wäre immer noch nur mit einem halben Herz unterwegs. Ich möchte es kurz betonen. Ich wäre immer noch mit einem halben Herz unterwegs. Das wäre es jetzt auch schon wieder gewesen. Kein Herz. Kein Herz für mich. Okay, der Raum würde wahrscheinlich... Oh, okay. Da ist auch noch der kleine Pin unterwegs, zusätzlich. Geh mal so ganz vorsichtig an die Kisten ran, weil ich echt Schiss habe, dass die auch mal wieder so eine Stachelkiste sind. So. Jetzt hätten wir unser erstes Herz bekommen. Jetzt hätten wir unser erstes Herz bekommen. Ich will das nur kurz nochmal betonen. Okay, ich brauche jetzt hier noch überhaupt nichts kaufen. Aber je nachdem, wie gut wir hier durchkommen, und je nachdem, wie viele Herzen dann hier rumliegen, werde ich natürlich mit dieser Maschine hier spielen. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, wie gut wir hier durchkommen. Ganz klare Geschichte. Boss, okay. Ja, die hole ich mir alle. Ich meine, sind rote Kisten. Die hole ich mir sowas von. Ah, ich habe gehofft, der sprengt mir bis zum Schlüssel hoch. Schade. Ja, die springen auch nicht zum Schlüssel rüber. Okay, wir haben ein Guppy-Item. Sollten wir noch zwei Guppy-Items bekommen, wäre das auch nicht auch eine coole Geschichte. Ich kann es aber natürlich nicht mitnehmen, aus offensichtlichen Gründen. So, ciao. Auf solche blöden... Yo! Auf so eine Scheiße zu machen. Er ist zum Glück da drüben in der Ecke. Normalerweise ist er doch eigentlich mittig oder so. Soll mir recht sein, wenn er da drüben in der Ecke ist. Regeneration hat sich gerade aktiviert. Habt ihr das gesehen? Immer dran denken, wir haben auch Regeneration dabei. Was eine coole Sache ist. Und ich hoffe bei Temperance, ich hoffe, dass wir ein HP-Up rausbekommen. Ansonsten bekommen wir zumindest Geld raus. Getroffen wurde ich leider schon wieder viel zu oft für Satanräume, aber was soll's. Ist egal. Damage up. Nice. Hier liegt leider kein Herz mehr rum. Ist okay. Kann ich mitleben. So. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass hier in den Ebenen noch ein paar Herzen rumfliegen. Also hier ist eins für drei Münzen. Das ist schon mal gut. Dann gibt es hier den Sack, der leider kein Herz für mich hat. Das ist okay. Das blaue Herz nehmen wir auf jeden Fall jetzt schon mit. Je mehr Schild, umso besser. Weil, wie gesagt, ich kann, wenn ich irgendwie... weiter später in eine kritische Situation komme und genug blaue Herzen habe, kann ich mich durchspammen. Dann kann ich mich durchspammen. Ich hatte noch nie so viel Hoffnung auf diese verfluchte Challenge. Das Book of Shadows ist der Way to Go. Für Connens. So, wir holen uns mal ganz schnell unsere Schlüssel wieder, bevor ich das hier alles jetzt Oh, wir sprengen mal ganz viel anderes Zeug, bevor ich das hier alles jetzt vergesse. Schade. Yo, Ghost Baby. Lead me home.
Jera würde rerollen, aber wir bekommen wahrscheinlich kein Pedestal-Item mehr. Ich habe nichts gesagt. Ich kann hier rerollen. Ich kann hier rerollen. Oder Jera rerollt doch. Oh Gott, nicht, dass Jera mich rerollt. Ich möchte bitte nicht rerollt werden. Jera, was rerollst du? Sei mal. Tell me, Jera, was rerollst du? Nee, double all pickups on the floor. Ups. Ups. Es verdoppelt die Pickups. Es verdoppelt die Pickups. Also wenn wir irgendwo Geld nachher rumfliegen haben, einmal mit Jera reingehen. Ich dachte, das ist so ein Reroll-Dings gewesen. Oh, ja, wenn wir irgendwo Geld nachher rumfliegen haben. Also bevor ich hier Geld einsammle, Jera. Gut. Hier gibt's nichts zu sprengen. Die Maschine sprengen wir noch nicht. Ah, das sind noch Räume. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht? Und es war. Okay. Fucking Hematemesis, Alter. Jedes Mal aufregend, dieses Ding einzusammeln, ne? Aber ich hätte gerade schon wieder die HP-Down-Pille gehabt. Ey, das ist unfassbar, ne? Es ist unfassbar. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Das war dumm. Chillig. Wenn man sich nicht komplett dumm anstellt. Das wäre auch wieder ein Fall für Jera gewesen, aber wie gesagt, wir haben ja... Oh, wait, jetzt können wir den Challenge-Raum betreten. Oh, wir können hier auch noch sprengen, stimmt. Oh Gott, das ist... Blaue Herzen sind jetzt so viel besser und wichtiger als... Nee, das machen wir nicht. So viel besser und wichtiger als alles andere. Und wenn irgendwas komplett schief gehen sollte, habe ich immer noch das Sun. Also die werde ich auch auf jeden Fall behalten. Alter, was sind hier noch alles für Räume? Willst du mich poppen? Da kommt noch mal ein riesiger Raum. Was ist das denn hier für eine Kacke? Ach, wisst ihr was? Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Mir hier alles viel zu voll. Mir viel zu viel Geröll. So. Besser. Okay, nächster großer Raum. Hier ist mein Stachelraum, okay. Irgendwo Kreuzchen auf Steinen. Ich sehe keine Kreuzchen auf Steinen, aber ihr seht bestimmt wieder ganz viele Kreuzchen auf Steinen. Nur ich bin halt wieder der Blindfuchs. Wie es halt immer so ist.
Okay. Das sieht mir nicht safe aus. Da möchte ich nicht durch. Verzichte dankend. Nice. So. Jetzt. Ja, wir können eigentlich einfach durch, ne? Da passiert nichts weiter. Nice. Nicht das Geilste, aber nice. So, okay. Abflug. Ah, wir haben den Spezialgeheimraum noch nicht. Okay, ich habe eine Idee, wo er ist. Jetzt haben wir halt trotzdem nicht wirklich so viele Optionen, Herzen zurückzubekommen, ne? Ich bin jetzt ein bisschen... Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich bin jetzt ein bisschen skeptisch. Ich bin jetzt ein bisschen sehr skeptisch, was das Spielen an der Temperance angeht. Ich lasse es lieber. Jera! Jera! Komm zu Papa! Wir machen Jera hier. Ich denke, das ist in Ordnung, weil die Münze da unten ist, glaube ich, ordentlich viel wert. Ja, das ist ein Zehner. Wo ein Ding ist das? Nicht das Sand vergessen. Dann haben wir natürlich noch zum Sprengen die Maschine hier. Ich meine, soll ich? Soll ich es riskieren und ein bisschen spielen? Ich bin skeptisch. Ich bin sehr skeptisch, ich möchte nicht. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Nummer sicher bedeutet... Ich habe ja mein Schild. Schild! Und jetzt kriegen wir HP ab. Und jetzt kriegen wir HP-Ups von ihm. Gib mir ein HP ab. Gib mir ein HP ab. Das kannst du mir auch geben. Was jetzt passiert? Es war ein HP ab. Ja, ich sehe es. Es ging so schnell, ich habe es gar nicht realisiert. Es war ein HP ab. Sehr gut. Sehr gut. 6 Herzen. Ich glaube, das ist die. Ich glaube, das war so ein Fass, was man verschiebt. Ups. Das war so ein Fass, was man verschieben kann. Das mit den deutlicher sichtbaren Linien. Ich glaube, das ist so ein Fass, was man sehen kann. Okay. Ich sag's nochmal, wir haben so viele Möglichkeiten, den Schild einzusetzen, wenn ich jetzt nicht kompletten Müll spiele. Dann sollten wir eigentlich durchkommen. Ich hasse diese Dinger. Ich meine, wir haben ja auch noch Regeneration und so, ne? Das haben wir alles noch mit drin. Imagine, dieser Raum wäre einfach mit einem halben Herz. Und wenn ich den jetzt mit halbem Herz schaffe, ist es purer Zufall. Wäre niemals passiert. Es wäre niemals gelaufen so. Okay, das war eine Full Health Pille. Wenn wir die nochmal finden. Ich meine, gut, aber ich habe eh das an.
Aber wenn wir die nochmal finden, haben wir noch ein zweites Backup für Ebenen selbst. Also wir wissen jetzt halt, wie sie aussieht. Das meine ich damit. Das wird uns angezeigt. Das ist gut. Es war zwar dumm, sie an der Stelle einzusetzen, aber man weiß ja nicht, was es ist. Shop. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich auch. Da sehe ich mich nicht. Jetzt brauchst du nimmer kommen. Das ist der letzte Shop, du Pflaume. Dann kann ich nur hoffen, mehr Bettler zu bekommen auf den anderen Ebenen. Weil sonst bringt mir die ganze Kohle nix. Sonst bringt mir die ganze Kohle nix. Das ist jetzt nutzlos. Bringt mich nämlich zum Itemraum. Spoiler, wir haben keinen Itemraum. Ich habe gedacht, ich spreng beide. Ach komm, nee, dann. Nochmal setze ich jetzt nicht eine Bombe ein. Wirklich nicht. Nochmal setze ich keine Bombe ein. So. Okay, es liegen genug Kerzen rum. Sollten wir jetzt wieder eine Temperance-Maschine oder sowas finden? Ah, fuck my life. Sollten wir jetzt wieder eine Temperance-Maschine oder sowas finden? Dann hätten wir ganz gut mit Herzen. Aber eigentlich, andersrum gesagt, wenn wir jetzt ordentlich noch aufs Maul bekommen, haben wir auch genug Herzen zum Aufladen. Ich hole sie mir gleich mal wieder. Wir gehen hier keine Risiken ein. So. Das mit dem Shop ist jetzt ein bisschen scheiße, aber was soll's. Okay, hier ist Mom. Hier ist einfach Mom. Die haben jetzt schneller gefunden, als ich wollte. Wirklich nicht? Ach, komm schon. Sehr gut, dass da jetzt so Herzen rum noch liegen. Sehr schön. Gut zu wissen. Merken wir uns. Ich wusel hier noch kurz ein bisschen rum. Wir haben es ja. Und alles, was wir finden, ist Bonus. Also, wir kommen mit voller Energie zu Mom. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Alles, was wir jetzt zusätzlich noch finden, ist einfach Bonus. Schade. Oha. Was hier noch alles kommt an Stuff. Könnte sein. Ich weiß halt nicht, wie die anderen Räume an der Stelle aussehen, aber ich probiere es mal aus. Kann nicht. Da gehen wir jetzt aber auch nicht in die Ecke da rein. Also übertreiben müssen wir es jetzt auch nicht. Ehrlich gesagt. Nochmal kurz hier nach den Steinen gucken, aber da sehe ich auch nichts Spezielles auf die Schnelle. Und ich habe ja auch keine goldenen Bomben. So, ich könnte ein paar Schlüssel opfern. Wir gucken mal noch. Oh, das ist jetzt aber auch
nicht die angenehmste Geschichte hier. Nicht die angenehmste Geschichte hier. Die hüpfen wieder rum. Hasse sie. Ja, die fangen gar nicht an zu hüpfen. Soll mir recht sein, wenn sie nicht hüpfen. Gut. So. Ah, da ist der andere Itemraum. Geheimraum. Ich hab nie. Ja, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Okay. 11 Schlüssel. Na komm. Yo! Wir brauchen noch ein Item, dann sind wir Mom. Ich wollte es nur mal sagen. Ist da nicht Full Health dabei? Nee, was ist das? Okay, ist nicht so schlimm. Kriegen wir wieder die Energie. Okay. Nicht so schlimm. Hey. Jetzt habe ich alle meine Schlüssel hergegeben. Weh, ich brauche die nochmal. Soll ich ihn schon sprengen? Ich spreng ihn jetzt. Oh, na, das hat's nicht gebracht. Sorry, Kollege, du bist umsonst gestorben. Ich kann's leider nicht ändern. Oh. Gefährlich. Mir das dort zu holen. So, aber die Vermutung geht dann in... Ach so, kann hier ein Geheimraum sein? Jo. In die Richtung. Ja, okay, das war's. Oh, Knochenherz! Yes! Knochenherz. Knochenherz. Geil. Das ist im Prinzip ein HP ab. Also wenn ich es gefüllt bekommen sollte. Wait, was war hier? Ach, das da ist, genau. Das wusste ich natürlich noch, ne? Ich hab's okay. Die Karte könnte halt sowas wie der Lava sein, ne? Also ich hol mir die Karte kurz. Das ist die Empress. Da ich aber das dann mitnehmen muss. So. Okay. Mom-Kampf sollte auch laufen. Darf eigentlich nicht schief gehen. Ich habe alles, was ich brauche. Ne? Ich habe das Childs hat nicht hergegeben. Passt alles. Ich habe das Sun. Passt alles. Abflug. Ah, shit. Können wir jetzt bitte einmal das Knochenherz behalten? Sehe schwarz für das Knochenherz. Wenn ich zu nah an die Tür rangehe, hat sich das mit dem Knochenherz erledigt. Okay, es hat sich für sie auch erledigt. Erstmal Knochenherz wieder aufladen. Negativ mitnehmen, Steine kontrollieren. Und jetzt gut dran denken, die verfluchte Spacebar-Taste zu drücken. Kurz Leertaste.
ich weiß nicht, ob ich gerade versehentlich ein paar Mal blaue Herzen eingesetzt habe, aber ich bin auf Nummer sicher gegangen. Nennen wir es so. Alter. Ich meine, die Ebenen sind trotzdem auch mit 6 Herzen und so, ne? Nicht die einfachsten. Ich muss böse aufpassen. Ich muss wirklich böse aufpassen. Ich bin halt auch nicht sonderlich stark. Okay, hier liegt schon mal ein Herz rum, wenn ich getroffen werden sollte. Gut zu wissen. Aber imagine diesen Raum gerade eben mit halbem Herz. Imagine diesen Raum mit halbem Herz. Ich würde durchdrehen. Ja, bitte nicht getroffen werden. Ich muss mein Knochenherz wieder auffüllen. Bitte nicht getroffen werden. Ich muss mein Knochenherz wieder auffüllen. Okay. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Knochenherz wird wieder aufgefüllt. Ja, sehr schön. Nirgendwo geht's weiter. Aber das wäre zumindest ein Raum gewesen mit halbem Herz, der ganz okay ist. Der Raum wäre mit halbem Herz okay gewesen. So, Steine kurz kontrollieren. Ich sehe kein X weiter im Programm. Welche Pille ist das? Ah, es sind mir zu riskant. Nee, da gehe ich gar nicht erst hin. Ich weiß nicht, ob es eine gute gewesen wäre. Ich kann es mir nicht merken. Wir hatten sie auf jeden Fall, glaube ich, schon mal. Ah, scheiße! Ich möchte nochmal betonen, bedenkt bitte, dass ich jetzt alles andere als bei dieser Energieanzeige wäre, wenn ich nicht das scheiß Schild dabei hätte. Alter, das ist so insane. Es ist so insane. Oh, wie mache ich denn das jetzt hier? Oh Gott, da kommt einer runter. Kann ich den das mal wegmachen? Hier kann ich. So, jetzt kann ich eigentlich die Steine hier ganz gut nutzen. Als Schild. Ja, das passt. Hier kommt mir jetzt mein Ranger wieder zugute. Ich habe halt viel größeren Range als die. Das ist sehr gut. Bloß nicht treffen lassen. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich habe so viele blaue Herzen. Ich kann ganz, ganz oft das Schild einsetzen. Ich habe das dann eigentlich, mache ich mir, glaube ich, umsonst Sorgen, oder? Bin mir nicht sicher, aber ich will es auch nicht verschreien. Ich will es nicht verschreien. Ich wollte eigentlich zum Boss und nicht zu dir. Noch eine Hand, noch eine Hand. Okay, zwei Hände. Kommt nochmal jetzt irgendwo. Da. Okay, Hände sind weg. Okay, gut zu wissen. Hier liegt wieder ein ganzes Herz rum. Also insgesamt. Ich habe schon gesehen, dass es zwei halbe waren. Bevor ihr mir jetzt kommt mit... Ne? So, kann ich hier sprengen? Das ist nicht, was ich wollte. Lass mir mein Knochenherz, Kollege. Ich bin mal so frei. Ich dürfte noch genug Räume bekommen. Ich habe keinen Bock, hier das Knochenherz zu verlieren. Bin ich ganz ehrlich. So, aber mein eigentlicher Plan war ja, zu gucken... Ne, ich kann nichts abkürzen. Okay. Oder darf ich hier durch? Nein, da ist nichts. Aber dann habe ich jetzt kurz die Münzen noch geholt. So, jetzt schnell das Herz wiederholen. Schnell das Herz wiederholen. Dass ja auch ja das Knochenherz immer schön den Dreier-Hit behält. Alter, wir haben 99 Münzen, sehe ich jetzt erst. Stabil.
Und ich meine, wir kriegen noch genug Räume, um das wieder aufzuladen, von daher. Ne? Und selbst wenn nicht, dann habe ich immer noch zum Aufladen meine blauen Herzen. Also zum Einsetzen. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung. Und ihr habt gerade gesehen, wie lange dieses Schild hält. Damit kommt man gut durch eine Runde durch. Ja, da ist es dann wieder aufgeladen nach der Geschichte hier. Aua. Wir jetzt erstmal. Wait. Oh, ich habe gar nichts mehr zum Aufladen. Ich habe nur dieses halbe hier. Natürlich nicht so geil. Was ist hier drin? Yo! Bereue ich das jetzt, diesen Raum zu spielen? Werde ich das bereuen? Ja, also die Belohnungen, die Kisten sind schon mal nicht, was ich wollte. Und wenn ich jetzt nochmal getroffen werde, ist mein Knochenherz weg. Was ärgerlich wäre. Aber ich habe es halt riskiert. Okay, aber eigentlich dürfte ich da nicht mehr getroffen werden. Ganz ehrlich, von dem dürfte ich nicht mehr getroffen werden. Okay. Nein, 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 nix faded Polaroid. Polaroid. Schön Herzen weiter mitnehmen. Ja, aber trotzdem, der nächste Treffer macht mein Knochenherz weg. Ah, ich kann es nicht ändern. Okay. Ja, da hat sich das Knochenherz verabschiedet. Ich glaube, irgendeins von diesen Viechern hat mich vor... Ja, das hat mich jetzt wieder aufgeladen. Irgendeins von diesen Viechern hat vorhin mein Leben beendet in irgendeinem der Ones. Ich glaube, das war so eins von den Dingern. Hier geht's auch nicht weiter. Ich könnte schon wieder kotzen. Lol. Lol, wie er einfach dem entgegengerollt ist. Das war ja auch interessant. Okay. Okay, es kann nur hier lang zum Boss gehen. Wobei, nee, es kann in beide Richtungen zum Boss gehen. Okay, hier geht's erstmal zu einer Hand. Hand. Nur die eine? Nein, natürlich nicht. Noch eine? Nein, okay. Ach, schade, mit der Knochenhand ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. Okay, Boss. Boss und Opferraum. Und Devil. Ja, was kann schon schief gehen? Ne? Nice. So. Dann nutzen wir jetzt The Devil beim Boss. Aber ja, ne? Also es ist halt... Ich muss das dann auf jeden Fall mitnehmen. Das darf ich nicht verdrängen. Das darf ich nicht verdrängen. Wenn ich das verdränge, wäre es ziemlich kacke. Und ich will das dann auch gar nicht wegen der Karte in Sheol mitnehmen. Lieber suche ich in Sheol ein bisschen rum. Lieber suche ich in Sheol ein bisschen rum. Ah, fuck my life. Ich will es als Heilmöglichkeit haben. Das ist das Ding. Dauert so lange. Ich bin so froh, dass ich den Damage-Up gerade von Devil mitbekommen habe. Der würde so ewig dauern, ne? Doch, mach dich weg jetzt. Nope.
Die Spritze kannst du behalten. Die Spritze kannst du sowas von behalten. Okay, wir haben alles, ne? Ich kann nichts mehr tun. Mehr Energie bekomme ich nicht. Ich muss jetzt nur zum vorletzten Mal dran denken, die scheiß Spacebar-Taste zu drücken. Der Taste. Okay, zwei Schlüsseltüren. Eine Schlüsseltür. Kann eigentlich auch Gegner drin vorkommen. Yo, wir kriegen... Oh, wir zusammen nicht Geld. Wir zusammen nicht Geld, ich bin dumm. Wenn wir Glück haben, kriegen wir noch ein HP ab. Das nützt mir leider nichts mehr. Das nützt mir leider nichts mehr. Das ist jetzt zu spät. Aber lad mich mal schnell auf, du hast doch das Geld, ne? Du hast doch hier, du lädst mich doch immer auf, komplett. Aber geht der irgendwann auch weg oder so? Also hat der irgendwann so von wegen, okay, jetzt ist genug? Weil er lädt mich ja auch über die Dings auf, ne? Okay! Also der lässt auch Items. Okay, gut, 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 gut zu wissen. Gut zu wissen. Er hinterlässt auch Items. Sollten wir jetzt noch mal Schlüssel bekommen, kann ich ihm hier noch, aber den einen Schlüssel gebe ich ihm jetzt mal noch nicht. Vielleicht kriegen wir noch eine Kiste oder sowas. In der Art. Oh. Imagine, das wäre der Raum mit einem halben... Ja. Der Raum hat gerade einfach fast komplett mein Leben beendet. Heilige Scheiße. Ich werde gleich sowas von meinen Spacebar-Items spammen, wenn der nächste Raum wieder kritisch wird. Alter. Wir brauchen Herzen, Guys. Wir brauchen Herzen. Soll ich jetzt ein bisschen... Soll ich jetzt warten, bis es regeneriert? Soll ich warten oder meinen Schild spammen? Geht's nicht weiter? Welchen Weg haben wir denn noch nach dem hier? Also, we talk. Welchen Weg haben wir nach dem hier denn noch? Ach, nach unten. Ah. Alter, das war gerade so knapp, ne? Also nicht knapp im Sinne von... Ihr wisst, was ich meine. Oh Gott. Aber stellt euch das alles mit wenig Herzen vor. Ich würde ja so durchdrehen. Machen die jetzt eigentlich auch hier alle ein ganzes Herz Schaden, wenn die mich erwischen? Ich will es gar nicht rausfinden. Ich will es gar nicht rausfinden. Ich will es nicht rausfinden, habe ich gesagt. Lass mich in Ruhe. Und das Schöne ist, durch die Batterie, die ich gerade eingesammelt habe, ich glaube, Schaden wird umgewandelt in Aufladung. Also Schaden im Sinne von, wenn ich Schaden mache, glaube ich. Das ist sehr gut. Das hätte wehgetan. Das hätte jetzt ein bisschen wehtun können.
Explodieren die oder so? Nee. Alle, die werden alle zu so einem Scheißviech? Oh, nee. Muss schön von der Seite ran. Dann kriege ich den auch weg. Jetzt geht der andere erst auf. Oh. Ist schon gut, das Schild. Ist schon gut. Und wir haben ja noch ein paar Aufladungen. So ist ja nicht. Nee, ich krieg keine Aufladung, wenn ich Schaden mache. Ich glaube, ich krieg Aufladung, wenn ich Schaden bekomme. Das ist natürlich nicht, was ich will. Aber dann kann ich zumindest... Dann habe ich zumindest was davon. Aber definitiv nicht mein Ziel, Schaden zu bekommen. Ganz klar. So, hier ist jetzt... Sollen wir reingehen? Ach doch, es lädt sich ein bisschen auf. Guck mal. Das geht so ein bisschen hoch mit dem Schaden. Okay, ich sehe, ich sehe, ich sehe. I see, I see, I see. Wolltet schön hier rüber, wo ich ein bisschen Platz habe, falls der gleich angezischt kommt. So nämlich. Ja, so nämlich. Ja, bleib da, es ist besser. Besser ist das, besser ist das! Okay. Ja, deswegen habe ich meine Schlüssel behalten. Genau für sowas, auch wenn es jetzt nicht wirklich sinnvoll war. Aber hey, was soll's. Ich weiß nicht, warum ich jetzt... Ich glaube, ich nehme lieber einfach keinen Schaden mehr. Ich weiß es nicht. Ich nehme lieber einfach gar keinen Schaden mehr. Aber ich sollte die Herzen nicht so aufopfern. Ich habe ja noch San. Ich habe ja noch das San. Also ich sollte erst San einsetzen und dann erst das Schild. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich weiß nicht, was der macht. Den anderen kenne ich. Ah, der schießt so ein bisschen quer. Hm. Cool Story, boah. Nicht. Ich muss halt... Also ihr müsst auch bitte bedenken. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt gemacht habe. Ihr müsst bitte auch unbedingt bedenken, das Sun heilt mich ja nicht automatisch. Also ich muss mich ja darum kümmern, dass es mich heilt. Na? Ich muss schon aufpassen. Ich spreng jetzt hier mal die zwei Kollegen. Die könnten Herzen geben. Schade. Ah. Ja. Warte, was ist das für eine Ebene? Die ist vor allem noch nicht zu Ende. Das ist das Problem. Masken müssen weg. Ich hab grad mal eins von den scheiß Herzen erwischt. Okay. Nee. Die kannst du behalten. Die Experimentierpille. Oh Gott, ey. Okay. Das sollte doch jetzt wirklich so funktionieren, dass ich da jetzt nicht... böse reinfalle. Wenn ich das ordentlich angehe, werde ich jedoch jetzt nicht am Ende Probleme bekommen. Das war knapp. Nice. So, und du sprengst jetzt mich genau da drüben. Ah, nicht ganz. Du sprengst dich genau hier. Da will ich, dass du dich sprengst. Ja, komm runter. Und tschüss. Okay, dann ist da vermutlich nichts. Gut, drei Herzen haben wir wieder. Und fast die Aufladung auch. Ey, das ist so eine Kacke, was ich hier mache.
So weit kannst du jetzt immer zum Boss sein, ey. Mein Damage ist halt auch nicht der geilste. Muss ich leider zugeben. Ich darf mein Schild nicht zu sehr spammen. Wenn ich mein Schild zu sehr spamme, haben wir nachher Probleme. Boss. Was könnt ihr so? Ihr könnt wild durch die Gegend schießen und ansonsten nix. Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig. Okay, hier kann schon mal nicht der Geheimraum sein. Dann kann er eigentlich nur hier sein. Die anderen Sachen habe ich schon ausprobiert. Gib mir was Brauchbares. Das ist das Beste, was er hätte uns geben können. Das ist das Beste, was wir hätten bekommen können. Ich krieg jetzt so viele blaue Herzen, hoffentlich. Es ist wirklich das Beste, was hätte passieren können. Holy shit. Und jetzt bin ich an einem Punkt, an dem ich das Buch aufgebe. Na, oder? Bin ich an einem Punkt, an dem ich das Buch aufgebe? Es sind 6 Aufladungen. Es macht immer Full Health. Ich glaube aber, am Ende sind ein paar Mal Schildeinsätze effizienter als die Möglichkeit, sich sehr oft zu heilen. Wie seht ihr das? Bin mir unschlüssig. Bin mir gerade böse unschlüssig. Weil die Kugel heilt mich. Die Kugel ist im Prinzip das Sun. Die Kugel ist im Prinzip das Sun. Sie heilt mich und sie deckt die Karte komplett auf. Nee, sie heilt mich nicht. Ich laber Scheiße, oder? Wir probieren es aus. Heilt die mich? Wir probieren es aus. Was soll's? Nee, die droppt einfach nur... Oh mein Gott, gut, dass ich's ausprobiere. Oh mein Gott, gut, dass ich's ausprobiere. Oh mein fucking Gott. Gut, dass ich's ausprobiert. Das wär's komplett gewesen. Das wär's aber wirklich komplett... Was ist das? Zick. Nee, also ich sehe jetzt hier nicht irgendwas Brauchbares. Ich würde schon weiter gerne rote Herzen mitgedroppt bekommen. So, okay. Jetzt folgendes. Wir gehen jetzt mit Shadow, Book of Shadow, gehen wir jetzt vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Gehen wir jetzt mit Book of Shadow in den Stachelraum rein. Also wirklich dieses andere vorsichtig. Ne? Fucking no. Und jetzt gehen wir zu Mom. Jetzt müssen wir erstmal Mom schaffen. Ne? Das ist jetzt ein Ding. Jetzt müssen wir erstmal Mom schaffen. Ich habe auf noch ein bisschen was gehofft. AP-technisches oder so. Oder. Aber na gut. Das Ding ist halt, ich werde bei Mom jetzt schon ein paar Mal das Schild vermutlich einsetzen müssen. Ich hoffe, wir verhauen die Scheiße hier nicht. Ich hoffe, wir verhauen die Scheiße hier nicht. Mehr kann ich nicht tun. Mehr als das kann ich nicht tun. Oh, was sind da alles noch für... Achso, das sind die Trinkets, die da rumfliegen. Gibt es hier... Wartet mal kurz. Ist hier irgendein Trinket bei, was mir jetzt für den Kampf besser hilft? Da ist der Fischkopf.
Was macht der Fischkopf? Das ist dieses It Stinks from Inside. Wenn ich Damage take, kommt eine blaue Fliege. Das braucht man nicht. Dann ist dieser rote Knopf dabei. Dass Bomben, die explodieren, nochmal eine Bombe droppen können. Dann ist... was ist das überhaupt? Was ist das für ein komisches Ding? Tonsil. Every time you take damage... Nee, will ich schon nicht. You have a chance to gain a tonsil familiar, which follows you and blocks enemy projectiles. This effect can happen twice before the tonsil trinket is destroyed. Wenn ich damaged... Ja... Ich kann's mal mitnehmen zu Mom, aber ich muss dann dran denken, dass ich mein Herz wieder mitnehme am Schluss. Da muss ich auf jeden Fall dran denken. Und das andere ist, glaube ich, für einen Shop irgend so ein Item gewesen. Das ist diese hellblaue Münze. Das hat irgendwas mit dem Shop zu tun. Ah nee, das waren die Restock-Boxes, die in den Itemräumen auftauchen. Nevermind. Ja, aber dann nehmen wir das mal kurz mit. Einfach nur für die Lulz. Versteht ihr? Und dann, ja. Vielleicht werden wir ja ein paar Mal getroffen und dann kriegt man so ein Tonsil-Viech ins Gesicht gedrückt. Ich spreng jetzt mal noch die Kollegen hier. Und die Kollegen hier und hoffe auf Herzchen. Nee, dann halt nicht. Drückt mir die Daumen! Nein, wir setzen ein Schild ein für die Laserdinger. So. Aber ihr seht schon, der Schaden, den wir machen, ist halt nicht so hoch. Also unser Damage ist... Muss böse aufpassen. Muss böse aufpassen. Wir kriegen den kompletten Kampf, ey. Das ist nicht gut. Ich hoffe halt gerade, dass ich so oft angreifen kann, dass sich mein Ding von selbst auflädt, ne? Und ich dann die nutzen kann, diese Aufladung. Boah, jetzt kommt noch so ein Scheißviech. Alter, wir nehmen echt alles gerade mit. Wir nehmen gerade jede Runde mit. Wenn jetzt Regenerate nochmal sich auslösen würde, bevor ich hier von Spinnen aus überrannt werde, wäre das ganz cool. Aber wir können das Schild gerade wieder einsetzen. Wir nehmen echt jede Scheiße mit. Jetzt kommt noch Brimstone. Kacke! Mach dich weg. So. Okay. Wir wurden so oft getroffen, der Effekt hat sich nicht gezeigt. Ist in Ordnung. Child's Heart. Abflug. Okay. Wir müssen noch durchkommen. Das ist das Ding. Wir müssen noch durchkommen. Ist nicht so simpel. Es ist alles nicht so simpel. Wir müssen noch durchkommen.
Jetzt erstmal wieder rechtzeitig die Scheiße auslösen. Dass wir nicht unsere zwei Herzen verlieren, Lul. Gar nicht mal so geil, weil jetzt habe ich das geopfert für nur zwei Herzen, ne? Also uff. Muss ich hier noch durchkommen. Alter, das ist ja richtig böse. Macht euch mal weg hier. So. Keine Treffer kassieren. Da ist eine blöde Fliege unterwegs. Eine blöde Spinne unterwegs! Oh mein Gott. Ich würde ja fast sagen, ich setze jetzt das Sun ein. Das ist nicht der geilste Weg, den wir gehen können. Wir können einen Raum skippen. Einen Raum können wir skippen und das war's. Okay. Let's go. Oh mein Gott. Okay, ich muss jetzt... Oh Gott, ich muss jetzt den Totenkopf so sprengen, dass ich die Maschine nicht sprenge. Okay. Blaue Herzen. Ganz viel blaue Herzen. Dieses scheiß Trinket mal sich, warte mal. Leg das mal hier oben ab. Turfharz. Aber der. Oh Gott, jetzt. Also Turfharz lassen wir hier natürlich erstmal liegen. Können wir uns dann holen. The Devil würde ich gerne als natürlich Boss-Item einsetzen. Gar keine Frage. Weil Damage ab. Aber erstmal blaue Herzen farmen. Erstmal schön blaue Herzen farmen. Für Schild. Für das Schild. Hierophant. Was haben wir jetzt noch für eine Karte eigentlich? Lavas. Ich setze es auch gleich mal ein, weil dann liegen die Herzen hier. Das ist nicht verkehrt. So, was haben wir jetzt? Locust, I bring war. Was macht die? Ist das so eine Attack Fly? Greift die an, wenn ich getroffen werde? Upon entering a room with enemies, spawns a red locust, which detonates upon impact with... Enemies dealing double tier damage for the impact of the locust and 60 damage for explosion. Oh, der kann mir auch... Nee, der kann mir auch ins Gesicht fliegen. Also, wenn der Gegner vor mir explodiert, möchte ich nicht. Danke. Ich verzichte. Ich verzichte dankend. Okay. Ich nehme The Devil mit, bevor ich es vergesse. Das ist auf jeden Fall die Karte, die ich am ehesten brauche. Und dann gucken wir mal, wie wir zurechtkommen. Ich hoffe halt jetzt, möglichst viele Räume zu schaffen, ohne viele Herzen zu verlieren. Das ist das Ziel. Aber wenn die Maschine jetzt nicht aufgetaucht wäre, wir hätten durchaus Probleme bekommen können. Ich will das ganz kurz betonen. Es geht so schnell. Es geht so verflucht schnell. Vor allem, wenn man diese blöden Spinnen auf dem Boden nicht sieht. Das war ja was. Okay. Oh, okay. Also, einmal gut ist, dass hier ein Herz jetzt rumliegt. Setze hier lieber den Schild ein. Hier bin ich jetzt ganz ehrlich, hier setze ich jetzt gerade lieber den Schild ein. Und hier liegt auch noch mal ein Herz rum. Sehr, sehr gut. So, dann versuchen wir mal hier den Kollegen zu sprengen. Und den hier.
Und jetzt habe ich keine Bombe mehr. Ah nein, ich brauche doch noch eine Bombe. Ich wollte doch noch eine Bombe für die Abkürzung hier. Naja, ist egal. Die Abkürzung wird nicht so dramatisch wichtig sein. Was bist du denn? Bruder! Bruder, was war er denn? Junge! Was war er denn für ein Monstrum? Nein, 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 nein. Nein, nein, Alter, wie schnell die sind. Alter, ich will. Kann eigentlich nur gut gehen. Ich kann eigentlich nur mehr Herz nachher haben. Ja. Das ist... Ist das nicht nochmal ein HP-Up? Das Ding ist ein HP-Up. Das ist Leber, oder? Das ist die Leber. Oder? Ist das Ding... Ich guck kurz nach. Das ist ein HP-Up. Das ist die Leber. Und das Beste ist, ich kann sie mir holen. Warte kurz, ich guck aber nach. Nicht, dass ich Quatsch einsammle. Nicht, dass ich Quatsch einsammle. Wo bist du, Leber? Hier bei den braunen Items müsstest du doch irgendwo rumfliegen. Da! 2 HP ab! 2 HP ab und Full Heal. Ich kann sie einfach mitnehmen. Also, ich müsste sie einfach holen können. Ich spreng kurz das Herd mal die Steine hier weg, weil mir die ein bisschen risky vorkommen. Aber da ist ja, ne, ist ein Full Heal. Läuft. Läuft bei mir. Oh mein Gott. Oh, ich habe keine Bombe mehr zum Raussprengen. Nein, die Abkürzung funktioniert nicht. Ich habe die Bombe versaut. Ah, okay. Da muss ich jetzt doch den vollen Weg gehen. Okay. Wenn wir jetzt noch mal jemals eine Bombe bekommen sollten, haben wir noch ein bisschen was zum Spielen. Aber kann es sein, dass Sheol einfach irgendwie dunkler geworden ist oder so? Es fühlt sich böse dunkel an, Sheol. Weiß es nicht. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Okay. Da die Dinger mir böse auf den Sack gehen werden, machen wir das mit dem Schild. Mir egal. I don't care. Alter, wir haben 20 blaue Herzen. Wir haben volles Health. Wir kriegen nochmal eine... Alter! Wir lernen ein paar Gegner kennen. Das ist auch gut, dass wir die kennenlernen. Aber Junge! So, noch geheim... Ah nee, ich habe keine Bomben mehr. Kein Geheimraum mehr für mich. Okay. Ich hole mir kurz die Herzen zurück. Und dann war's das. Und dann war's das. Dann geht's zu Satan. Dann geht's zu Satan mit 20 blauen Herzen. Das sind massig Schilde. Das sind massig Schilde. Und mit einem massiven Damage ab. Das ist, glaube ich, wie das Book of Belial. Das ist genau wie das Book of Belial, der Effekt. Puh. Good luck to me.
That's it. Es hat nochmal einen 2-Stunden-Part gebraucht. Aber wir haben diese verfluchte Challenge. Und es brauchte so Items wie das Book of Shadows. Junge, Junge, Junge. Alter, es tut mir leid, dass wir jetzt 7 oder 8 Parts an diesem Ding saßen. Aber ich wollte es so hart. Ich wollte dieses Ding so hart schaffen. Wenn ich diese Scheißkugel mitgenommen hätte, ich hätte mir so in den Hintern gebissen. Diese Scheißkugel. Ich dachte echt kurz, ja, die heilt mich ja immer wieder voll. Dann habe ich auch noch ein paar Vollheilladungen, damit er es scheinbar Schwachsinn gewesen. Und es war trotzdem am Ende schon gar nicht so unknapp. Also, ich habe das Schild jetzt schon böse gespammt, ne? Junge, 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 danke fürs Zuschauen. Und tschüss.